Ein gewissenloses Subjekt, ein Mann ohne Ehrgefühl und bis zum letzten skrupellos. Wie kann wohl seine Lordschaft, der Herr Premierminister, ernsthaft in Erwägung ziehen, diesem Menschen eine für England so wichtige Mission anzuvertrauen? Das begreife ich nicht. Unser ehrenwerter Kabinettskollege, seine Eminenz, der Lord der Admiralität, vergisst offenbar, dass es nicht das erste Mal wäre, wenn England auf die Dienste von Piraten zurückgreifen würde. Hat Spanien, wie wir vermuten, den Geheimvertrag mit Holland unterzeichnet, ist es von lebenswichtigem Interesse für uns, den Vertrag zu Gesicht zu bekommen. Und wenn wir uns zu diesem Zweck eines Piraten bedienen, so ist das für meinen Begriff völlig unerheblich. Ich stimme mit dem Herrn Premierminister völlig überein. Wenn das holländische Schiff, das den spanischen Botschafter in geheimer Mission zurückbringen soll, tatsächlich von Piraten gekapert worden ist, dann glaube ich auch, dass eben niemand anderes als ein Pirat in der Lage sein dürfte, uns dieses wichtige Dokument zu verschaffen. Glauben Sie mir, Gentlemen, ich bin davon überzeugt, dass man die Tat eines Mannes nur dann beurteilen kann, wenn man Ort und Zeit seines Handelns berücksichtigt. Auf diesem Posten, unter diesen besonderen Umständen, den lebenswichtigen Interessen Englands zu dienen, ist kein anderer, den ich kenne, fähig als der schwarze Brigant. Ich habe den Eindruck, dass eure Herren Offiziere ziemlich aufgeregt sind, Don Pedro. Sicher längst nicht so wie ich, Exzellenz. Ist denn das für euch auch der erste Ball, Kommandant? Bedauerlicherweise nicht. Aber für meine Tochter Leonore. Don Pedro? Wie geht es euch, Oliviero? Ich fühle mich sehr wohl hier. Ich glaube, man kann sich gut amüsieren und man vergisst fast, dass man in einer Kolonie ist. Das von einem Edelmann eures Ranges zu Ehren, verehrter Marquese, dieses Kompliment erfüllt mich mit großer Freude und auch mit Stolz. Exzellenz? Oh, da sind Sie ja schon. Ich bitte die Herren Kavaliere, nehmen Sie Ihre Plätze für den Tanz ein.
Ballate bene, Leonora, ma quando saremo sposati dovrete dedicare ancora molto tempo a questo studio. Alla corte di Madrid sono molto esigenti. Allora sarà meglio che io studi a lungo prima di sposarvi. Sua Eccellenza deve scusarla, ma Leonora è molto emozionata. Lo ero anch'io la prima volta che andai a un ballo ufficiale col mio fidanzato. Ancora non è venuto. Darf ich euch zu Diensten sein? In einer Stunde dürft ihr mich nach Hause bringen. Hey! Capitano, darf ich höflichst um euren Mantel bitten? Ja. Alle Offiziere der Garnison sind schon lange hier, bloß Carlos ist noch nicht gekommen. Wahrscheinlich wird er noch im Dienst sein. Mit eurer freundlichen Erlaubnis, Exzellenz. Ah, ihr seid auch so ein kleiner, schmieriger Geselle. Ich werd's dir zeigen. Yeah. Capitano Herrera, nehmt euch jetzt unverzüglich zusammen. Okay, weg, du! Nehmt ihm die Waffe weg. Es sind doch keine Manieren, sind das doch keine. Verehrung? Bringt diesen Mann raus. Das ist er. Era completamente ubriaco. L'avevo semplicemente invitato a controllarsi prima di entrare nel salone. Strano. È sempre stato un ottimo ufficiale. Questo non basterà a salvarlo. Abbiamo bisogno di molta disciplina qui. E gli ufficiali devono essere di esempio. In nome di Sua Eccellenza il Governatore della Nuova Spagna in America, io, Don Pedro Ortigosa, comandante del Forte Caballo in Melida, degrado il Capitano Carlos Herrera, colpevole di un grave atto di insubordinazione e di indisciplina. Carlos Herrera, prendetemi la vostra spada. Leonore. Ich werde euch das nie verzeihen. Man hat mich degradiert. Bin ich nicht bestraft genug? Ihr wisst, ihr habt euch nicht nur gegen das Reglement vergangen. Ich habe euch all meine Liebe entgegengebracht. Ich war bereit, sogar die Heirat zurückzuweisen, die mein Vater für mich vorgesehen hatte. Kommt mir nicht zu nahe, ich hasse euch. Verzeiht mir, aber das glaube ich euch nicht. Ihr wärt bestimmt nicht hergekommen, um mir das zu sagen. Übereilen Sie nichts, Leonore. Jetzt erscheint Ihnen vieles unverständlich. Aber die Zeit kann manches ändern, glauben Sie mir. Hey, du! Komm mit mir mit. Auf Wiedersehen, Leonore. Mir ist befohlen worden, dich hier runterzubringen. Herzlich willkommen, Capitano. Gestattet mir, Capitano Herrera, euch meine höchste Bewunderung für euer pflichtbewusstes Verhalten in den letzten Tagen auszusprechen. Ich möchte sagen, das hätte niemand besser machen können. Sie kennen ja bereits Don Antonio Alvarez de Fuentejuna. Er ist der Sonderbeauftragte seiner Majestät des Königs Philipp. Wir hatten ja bereits schon einmal die Ehre. Trotzdem freue ich mich, dieser Ehre erneut teilhaftig zu werden. Ich gestehe, dass ich mir nie hätte vorstellen können,
dass ich erst mal degradiert werden müsste, um mich von meinem Kommandanten derart wertschätzen zu hören. Es wird euch bestimmt nicht unangenehm sein. Und ich bin überzeugt, dass wir schon in kurzer Zeit noch besseren Anlass dazu haben werden. Ich kann mir vorstellen, dass der Capitano wissbegierig sein wird und die Beweggründe kennenlernen möchte, die es uns richtig erscheinen ließen, eine so einzigartige und zugleich peinliche Komödie zu inszenieren. Heute Morgen hätte ich bestimmt genauso viel ausgestanden wie ihr, wenn ich an eurer Stelle gewesen wäre, Capitano. Wenn dies für euch eine Ermunterung bedeutet, Capitano Herrera, so wisst, dass seine Majestät König Philipp wohlwollend bereit ist, die Bestallungsurkunde zum Obersten zu unterzeichnen, die man euch dann bei eurer Rückkehr nach Spanien überreichen wird. Ich bin seiner Majestät sehr zu Dank verpflichtet, Don Alvarez. Was habe ich zu tun, um mich dessen würdig zu erweisen? Ihr müsst als erstes eure Vergangenheit vergessen, eure Karriere als spanischer Offizier und auch als Edelmann. Ihr müsst leben inmitten von Piraten, ihr müsst untertauchen in ihre Schlupfwinkel. Ihr müsst euch mit den Weibern einlassen, falls euch das weiterhelfen kann. Ihr müsst vielleicht in Schenken leben und in Häusern, die übel beleumundet sind. Und dies so lange, bis ihr endlich in Erfahrung gebracht habt, wer im Besitz eines Schiffes ist, von dem nur bekannt ist, dass es vor einigen Wochen von Piraten gekapert wurde. Und zwar, soweit wir wissen, in der Bucht von Jamaika. Es handelt sich da um die Santa Maria, eine Dreimastbrig, die unter holländischer Flagge gefahren ist, wenn Sie mal sehen wollen. Auf diesem Schiff befand sich ein Botschafter. Er war auf der Rückreise von einer geheimen Mission. Dieser Botschafter nun hatte ein Dokument bei sich. Ein Dokument von ganz außerordentlicher Wichtigkeit. Jetzt beginne ich zu begreifen, Exzellenz. Wir müssen unter allen Umständen dieses Dokument wiederhaben, Capitano. So schnell wie möglich. Wird erst mal in England publik, dass es existiert. Habt ihr nicht nur einiges von den Piraten zu erwarten, sondern auch von den Engländern. Dann kann ich mich auf einiges gefasst machen. In diesem Unternehmen werdet ihr nicht allein stehen, mein Freund. Ihr könnt beruhigt sein. Wir haben euch einen Mann zur Seite gestellt, der nicht nur sehr zuverlässig ist, sondern der sich auch in allem, was euch dort erwartet, auskennt. Außerdem hat er vor Jahren unter meinem Befehl gestanden. Es ist der Sergeant Rodriguez. Er erwartet euch morgen früh. Und zwar dort draußen bei den Tempelruinen der Inkas. Am besten, ihr brecht gleich auf. Ich habe dann noch eine Frage. Wenn es mir gelingt, den Botschafter zu erreichen, wie soll ich mich ihm zu erkennen geben? Der Botschafter ist Don Juan Azorin. Don Juan ist das, aha. Geht zu Bett, liebe Leute, die Glocke hat schon 11 geschlagen. Rodriguez! Sergeant Rodriguez! Rodriguez! Sergeant Rodriguez! Schönen guten Morgen, Capitano. Wer bist du? Sergeant Antonio Rodriguez, wenn es euch recht sein sollte. Solltest du nicht seit gestern Morgen hier an dieser Stelle sein? Jawohl, da besteht ja überhaupt kein Zweifel, aber das Pferd hatte ein Eisen verloren und da musste ich von Tonquelo Schritt reiten. Und wieso hast du dich einfach schlafen gelegt, ohne mich zu wecken? Sie haben so süß geschlummert, Capitano. Und auch ich fühlte so eine süße Müdigkeit, ja. Ja. Darf ich bequem stehen? Na ja, natürlich. Ja, gewiss, doch, mach's dir bequem. Ja, ja, ja. Bist du mit unserem Vorhaben vertraut? Tja. Der Kommandant hat gut von dir gesprochen. Aber die Sache wird sehr schwierig sein. Das ist ja klar. Der Kommandant hat auch gut von euch zu mir gesprochen. Und wenn er nicht aufgebauscht hat, dann werden wir beide es schon schaffen. Hoffen wir es. Wir müssen besonders Acht geben, dass man uns nicht erkennt. Vor allen Dingen nenn mich nicht mehr Capitano, wenn es dir möglich ist. Natürlich, Capitano. Zweitens, werf alles weg, was uns eventuell verraten könnte. Ja, ich habe ja auch gar nichts bei mir. Das sind alles Sachen, die vollkommen unwichtig sind. Das ist auch nicht wichtig. Der Kommandant sagte mir, du würdest dich gut in der Gegend auskennen. Ich glaube, wie kaum ein anderer. So, das werden wir wohl jetzt nicht mehr brauchen. Zeit, Capitano, wäre es nicht doch gut, das Papier aufzubewahren? Ich meine nur, wenn wir dem Herrn Botschafter begegnen, könnte es uns vielleicht als Erkennungszeichen dienen. Der Botschafter ist ein Freund meines Vaters. Außerdem kenne ich ihn seit vielen Jahren. Das habe ich nicht gewusst. Das ändert die Situation erheblich. Ganz erheblich sogar. Wir wollen nur hoffen, dass mein Gaul bis Puerto Bello durchhält. Warst du schon mal da?
Zweimal schon. Ein Örtchen, ein bisschen lebhaft, aber gar nicht mal so unsympathisch. Dort kommt allerlei Volk zusammen. Darunter natürlich auch Piraten, die da ihr Raubgut stapeln und an die Händler verschachern. Oder selbstverständlich auch gegen andere gestohlene Waren eintauschen. Glaubst du, dass in Puerto Bello auch die Santa Maria sein könnte? Tja, also anzunehmen ist das kaum. Aber immerhin, man weiß es natürlich nicht. Möglich wäre auch das. Ein Dreimaster kann sich nicht so lange verborgen halten. Na, dann wollen wir mal, mein Freund, dann wollen wir mal. Was glaubst du, wie lange wir brauchen werden? Tja, ich will mal so sagen. Wenn wir uns nicht abhetzen, 4 Tage. Wenn wir uns abhetzen, höchstenfalls 3 Tage. Na, dann wollen wir uns mal abhetzen. Wir werden dann hier mal die Pferde tränken. Ja, das wird nötig sein. Inzwischen werde ich mich hier mal in der Gegend ein bisschen umsehen. Verschwindet, ihr Dreckmäuler, sonst helfe ich euch nach. Los, verschwindet! Sowas, du hast denn ja einen Schreck eingejagt. Treibt sich viel Gesindel rum hier in der Gegend. Das scheinen da eben Weiber gewesen zu sein. Sobald 2 Mannsleute wie wir auftauchen, nehmen die Reis aus. Da kennen die gar nichts. Mir sind die eben gar nicht wie Weiber vorgekommen. Ich hatte eher den Eindruck, dass das Piraten sind. Piraten? Ja. Ach was. Viele Meilen vom Meer weg Piraten zu treffen, das wäre wirklich mal was Neues. Wäre das wirklich mal. Questa è la taverna che cercavamo. Certo che non potevamo trovare un tempo migliore. Vediamo che cosa sei capace di fare per questa notte. Ah, anch'io sonno, capitano. Vado all'abbordaggio. Violetta! Che Dio ti benedica! In questi ultimi anni sei diventata una donna che ne vale 2! Non vi conosco! Non vi ho mai visto, né voi né il vostro amico! Cara Violetta, io ti conoscevo quando eri una bella bambina. Ma non bella come adesso. Che cosa volete? Niente, vogliamo soltanto un rifugio e una stanza per dormire. Non ci sono stanze libere. Non andare! Guarda, possiamo pagare. Siamo ben forniti. E questo è un anticipo. Buona. Avanti, entrate, su. Ma non ci sono stanze, eh? Via. So, bin gleich mit dem Aufräumen fertig. Ach, eine Wirtschaft ist das immer. Geh aus dem Weg. Macht ihr das eigentlich jede Nacht? Ja, wo denkt ihr hin? Einmal im Jahr, das ist auch noch zu viel. Woher kommt ihr eigentlich? Vom Mond? Morgen ist St. Antonstag. Ihr beide seid wohl keine Handelsleute, aber morgen wird sich hier was tun. Da kommen sie von allen Seiten. Was seid ihr denn für welche? Wir sind Durchreisende, möchte ich mal sagen. Mein lieber Freund hier hatte einen kleinen Disput mit der portugiesischen Gendarmerie, wenn ihr versteht, was ich meine. So. Oh, ich bitte euch. Ich trage ihn. Ein hübscher Mann ist das. Hat so was Romantisches an sich. Ja, hat er. So schöner Mann, die Gläser werden nicht von allein trocken. Carlos! Ja? Wir haben 2 Kammern ergattert, müssen aber morgen wieder raus. Sind schon bestellt. Ich möchte mal sagen, die Landung ist geglückt. Pass auf, dass du nicht auf Strand gerätst. Rodriguez! Rodriguez!
Was für ein Krach? Was ist denn geschehen? Der schwarze Brigant. Er war eben hier. Bei allen Teufeln nochmal. Aber seid ihr da auch ganz sicher? Absolut. Er wollte was aus meiner Tasche holen. Es wäre richtiger gewesen, wenn ich in eurer Kammer geschlafen hätte. Der schwarze Brigant. Richtig komisch ist das. Um diese Stunde müsste er mindestens 1000 Meilen von hier weg sein. Übrigens, wenn er es doch gewesen wäre, was wollte der Kerl? Capitano? Das frage ich mich auch. In unserem Gepäck rumstöbern ist zwecklos. Alles, was wir für unser Vorhaben benötigen, habe ich im Kopf. Posso darti al massimo 2000 scudi. Ma io sono rimesso tre uomini con quei maledetti. E non so che cosa farci con quelle tele. Ma sono dipinte. Cacao, è questa la merce che ci vuole oggi. Ma come faccio a sapere cosa c'è dentro le schive delle merce? Che vuoi che ti dica? Allora io rimasi nascosto nella boscaglia, senza fiatare. Vidi tutto. L'olonese si faceva largo con la sciabola, ma erano tanti. Lo afferrarono, lo legarono all'albero e a furia di morsi cominciarono a strappargli la carne. Ed erano? Indios bravos. So benissimo che le armi da fuoco valgono più delle sciabole, ma i miei uomini, al comando di aprire il fuoco, si ammazzerebbero a vicenda. Tu li devi istruire. No? Seht mal, wer da eben reinkommt. Morgen persönlich. Oh, welche Ehre! Willkommen! Seitdem er seinerzeit Maracaibo ausgeplündert hat, passt es ihm nicht mehr, wenn man ihn mit Capitano anredet. Jetzt hat man Admiral zu sagen. So einer ist das. Macht es euch gemütlich, Herr. Bitte, euer Ehren. Hier bitte. Schert euch weg, ihr beiden Saufbrüder. Ich bitte, Platz zu nehmen. Probieren wir es mal mit dem da. Tag, amigo. Sag mal, hast du vielleicht in letzter Zeit zufälligerweise irgendwas von einem holländischen Schiff reden hören? Von Schiffen habe ich überhaupt noch nichts gehört. Trink nur ein bisschen, trink doch. Was für ein Schiff suchst du denn? Tja, wie hieß es doch nochmal? Santa Maria. In meinem Leben noch nicht gehört. Hör mal, Violetta. Wer von den Trödlern hier bei dir handelt mit Farben? Mit Farben? Der dort drüben. Danke. Mit Verlaub, Meister? Ja? Mein Schiff hat Ausbesserung nötig, außerdem einen neuen Anstrich. Alles, was ich an Farbe hatte, ist leider verkauft. Ich kann Ihnen natürlich welche beschaffen, aber erst in 2-3 Monaten. Ah, ja. Und wer hat die ganze Farbe gekauft? Der Mann, der da hinten steht. Das ist der Adjutante vom wilden Jack. Der Mann heißt Katzenfot. Ja, so nennt er sich. Hat niemand anders bei dir Farbe gekauft? Nein, es wäre auch gar nicht möglich gewesen. Der Bursche hat nämlich den ganzen Schmuck allein genommen. Ah ja, ich danke dir. Sehr schön. Wir sind auf der richtigen Fährte. Wer die Santa Maria erbeutet hat, wird sie übertünchen wollen. Und die ist ziemlich groß. Mein Kompliment, Kapitän. Wer von den Brüdern da ist, der wilde Jack? Nein, nein, der kommt nicht hierher. Der geht nicht von seiner Insel runter. Der ist zu fein dazu. Der trägt die Nase sehr hoch im Gesicht. Hören wir mal, was Katzenfote dazu zu sagen hat. Ich sag's dann nochmal, und zwar für die Dummen. Keine Beute, keinen Lohn. Das ist unsere Richtschnur. Mir scheint, dass der Adjutant vom wilden Jack Leute anheuern will. Es würde dafür sprechen, dass sie noch ein Schiff hinzubekommen haben. Würde dafür sprechen, ja. Thank you.
Macht euch doch nicht die Hände schmutzig, Capitano. Tangi po ya po yen. Cetano Guatnie. Wo hast du denn Chinesisch gelernt? Ich bin mal für einen Auftrag nach Shanghai geschickt worden. Da habe ich noch was behalten. Sumimasu! Shanglinga Duelhalla. Er sagt nichts weiter, als dass er Ling heißt. Konekayankala Duawala Kabana. Er sagt, dass der wilde Jack Schiffsleute sucht. Frage ihn, ob er was über den schwarzen Briganten weiß. Ling Ting Gambucha. Sag ihm, er soll sich hier nie mehr sehen lassen. Sumidetti! Kasuta! Ich habe das Gefühl, dass wir uns vom wilden Jack anheuern lassen sollten. Uns in Piraten verwandeln? Das wäre wirklich mal was Neues. Es bleibt keine andere Möglichkeit, auf das Schiff zu kommen. Leicht wird das nicht sein. Jeder Pirat, der dieses Namens würdig ist, wird neu angekommene strengen Prüfungen unterziehen. Würdet ihr euch auf sowas einlassen, Capitano? Was sagst du dazu? Ich bin zu allem bereit, zum Wohl des Vaterlandes. Wir müssen versuchen, Freunde des wilden Jack zu werden. Ich habe da ein unfehlbares System. Ich trinke auf die Gesundheit des größten Piraten aller Zeiten. Auf das Wohl des wilden Jack. Was fällt dir wohl ein, du nichtsnutziger, erbärmlicher Wurm? Morgen ist der größte Pirat der Welt. Noch nie gehört. Tja, mir geht es leider ebenso. Auch da, wo ich herkomme, hat man noch nie etwas von deinem Morgen gehört. Komm, meine Liebe, wir haben hier nichts mehr verloren. Verzeiht mir, dass ich euch an einen üblen Ort geführt habe. Aber ich hab das nicht geahnt. Ich konnte es nicht ahnen. Ich werde das gleich richtig stellen. Alle Achtung, Sie kämpfen für unseren Chef. Geht und helft ihnen. Ja, bravo, so ist es recht. Lebt ihm richtig. Danke dir, sehr gut. Ja, euch muss man danken. Ich danke euch. Ich danke euch, dass ihr mir die Möglichkeit verschafft habt, es morgens Leuten mal richtig zu zeigen. Ich habe euch noch nie gesehen. Ihr seid wohl neu hier. Ja, wir sind erst seit heute Morgen hier. Aha. Und schon habt ihr beiden Zänkereien unter den Piraten angezettelt. Das ist erstaunlich. Es wird ratsam sein, bald wieder zu verschwinden. An und für sich hatten wir die Absicht, uns hier ein bisschen umzusehen. Hatten wir, ja. Ehrlich gesagt wollten wir uns irgendwo anheuern lassen. Vielleicht kann ich euch dazu verhelfen. Gut, ja. Per la perdita del braccio sinistro l'indennizzo è 200 scudi. Per la perdita del braccio destro 300 scudi. Per la perdita di un dito o di un orecchio 100 scudi soltanto. Per la perdita di un piede o di una gamba 400 scudi. Per un occhio 150 scudi. E per tutti e due? 600 scudi. La vernice pesa più del Roma, accidenti. Secondo la regola della fratellanza, bisogna avere un compagno dal quale non ci si deve separare mai. Io già ce l'ho. Tu accetti di diventare suo compagno? Accetto. Se uno muore, l'altro eredita tutti gli averi, paga i debiti e lo vendica. Va bene. Va bene. Va bene. Se due pirati uniti da una legge di fratellanza vedono insieme una donna, non devono litigare, ma giocarsela a testa e croce, d'accordo? D'accordo. 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 Comunque, non ritenetevi ancora arruolati. Calico Jack deciderà. Pagatemi il viaggio. Se Calico Jack vi vorrà tenere, vi restituirò i soldi. So,
dann rückt mal mit dem Reisegeld raus. Aber dreht mir keine Blechstücke an. Sind aber komische Sitten, dass man die Reise bezahlen muss. Dann lernst du mal was Neues kennen. Wenn ihr dem wilden Jack gefällt, werdet ihr euer Geld zurückbekommen. Segel ab! Da ist die Insel. Gar nicht übel. Aber da ist ja überhaupt kein Schiff zu sehen. Es wird wahrscheinlich in irgendeiner Bucht versteckt liegen. Wer weiß, ob der Botschafter, von dem ihr mir neulich erzählt habt, überhaupt noch am Leben ist. Für gewöhnlich kann der wilde Jack Aristokraten nicht ausstehen. Vielleicht wusste er gar nicht, wen er da erwischt hat. Da bin ich aber sicher, dass er das weiß. Katzenfote hat sich, bevor wir abgefahren sind, über alle möglichen Dinge erkundigt. Wer hat dir das gesagt? Frau Wirtin. Sehe sich einer die beiden da an. Ihr glaubt wohl zur Erholung hier zu sein. Ans Tauwerk, aber schnell! Oh. Erwische ich noch mal jemanden bei so einer miserablen Vertauung, dann packe ich ihn und erwürge ihn mit meinen eigenen Händen. Wie oft habe ich schon gesagt, bevor man die Taue zum Anlegen auswirft, müssen alle Segel eingezogen sein. Das ist doch wohl das Mindeste. Unsere besten Schiffsleute haben wir bei Panama verloren. Vergiss das nicht, Jack. Wie könnte ich das vergessen? Hast du neue Leute mitgebracht? Ja. Schiffsleute? Ein paar sind auch dabei, ja. Hast du über diesen Kerl was gehört? Ja, habe ich. Das ist kein Entdeckungsreisender. Habe ich doch in der Nase gehabt. Don Juan Azorin heißt er. Ein Adliger auf jeden Fall. Was will der hier? Was will ein Adliger auf einem holländischen Schiff in der Gegend? Das weiß man nicht. Vielleicht war er auf einer Vergnügungsreise. Da hat mich der Bursche also doch angeschwindelt. Ich weiß jetzt, du bist Don Juan. Wie weiter? Don Juan Azorin. Verfluchter spanisches Adelspack. Das kommt dir schon drauf an, wie ich heiße. Du treibst ein gefährliches Spiel mit mir. Erzählst mir, dass du ein Forscher bist auf Entdeckungsreisen, der Land- und Seekarten zeichnet. Ich hab dir nichts vorgelogen. Genug jetzt. Ich hab satt, dich wie einen Fürsten umsonst zu beköstigen. Ich werde dich wegbringen von hier an einen schönen Ort, von wo du die ganze Insel übersiehst und aufzeichnen kannst, wenn du willst. Und zwar ganz bequem, von hoch oben. Spanischer Adliger. Jedenfalls wirst du ihm jenseits nicht sagen können, dass ich deine Wünsche nicht erfüllt hätte, den ganzen Tag Land- und Seekarten zu zeichnen. Ob das der Botschafter ist? Ja, das ist er. Hm. Es liebe Spanien und sein König. Die Dokumente müssen hier auf der Insel sein. Behalten wir diese Skizze gut im Gedächtnis. Zum Teufel noch eins. Wie soll ich bloß aus diesen krummen Figuren Piraten machen? Ich war 3 Jahre auf der Olonese, Capitano Jack. So warst du das. Vor allem habt ihr hier das Maul zu halten, so lange, bis ich euch zu sprechen erlaubt habe. Diese gelben Fratzen habe ich mein Leben lang gehasst. Wilder Jack? Was ist mit dir?
Mein Name ist Antonio Maspes. Capitano Antonio Maspes. Wo hast du angefangen, bevor du hierher gekommen bist? Ich bin Portugiese. Ich habe mal ein Landgut besessen. Dazu bin ich durch eine Erbschaft gekommen. Aber ich spiele gern, das ist meine Leidenschaft. Vor allen Dingen kann ich es nicht ausstehen, wenn andere gewinnen. Na ja, und da habe ich in Lissabon Ärger bekommen und dachte, ich gehst du in die Kolonien. Und dann ist da noch einmal so eine andere Geschichte. Und du, was hast du für einen Namen? Ich kann auswählen, ich habe eine ganze Menge Namen, Capitano Jack. Mal den, möchte ich mal sagen. Lange Zeit habe ich mich für gar keinen begeistern können. Also behalten will ich euch wohl kaum. Aber ich will mal sehen, ob ihr richtige Kerle seid. Die Chance will ich euch wenigstens geben. Ihr gefällt mir. Ich weiß selbst, das ist gar nicht so einfach, wenn ein paar Messerspitzen auf einen zusausen. Wieso? Macht doch Spaß. Also, ich muss sagen, ihr seid mir eigentlich sympathisch. Ich gebe euch deshalb die Ehre, mit mir persönlich einen Ringkampf auszutragen. Jungs, also mein Beileid habt ihr jetzt schon aus vollstem Herzen. Die Dinger stehen verflixt übel für euch. Der Jack hat Kräfte wie ein Kampfstier. Wenn er euch am Boden hat, lässt er euch aufknüpfen, weil er mit Schwächlingen nichts zu tun haben will. Na, lasst uns doch erst mal anfangen. Seid bloß vorsichtig. Wenn ihr gewinnen solltet, dann wird er euch erst recht an Ort und Stelle vierteilen lassen. Na ja, blamieren kann er sich ja schließlich auch nicht lassen. Du nein, ich meine den Kahlen. Nun zeig jetzt mal, dass du ebenso viel Muskeln hast wie Namen. Ja, geh doch ran! Ihr merkt doch, dass ihr stärker seid als ich. So, habe ich dich also untergekriegt? Nein, möchte ich nicht sagen. In Wirklichkeit nicht. Ich will mich nur nicht fertig machen lassen. So eine halbe Portion wie du kann mir überhaupt nichts tun. Ja. Aber warst ein guter Gegner, das muss ich dir bescheinigen. Gib mir die Hand. Ich könnte mir vorstellen, dass der andere zäher ist. Wir werden es erleben. Thank you.
Mir nichts erzählen, das sind nicht die Arme von einem Glücksspieler. Du bist doch kein Portugiese. Du bist Capitano Carlos Herrera und hast im Dienst der spanischen Truppen gestanden. Glaubst du denn wirklich, dass wir noch nicht trocken hinter den Ohren sind, dass wir dir die Märchen glauben, die du erzählt hast? Sowas musst du gar nicht erst denken. Ich weiß Bescheid. Du hast dich besoffen und deinem Vorgesetzten eins gelöffelt. Und da haben sie dich rausgeschmissen aus der glorreichen spanischen Armee. So, nun steh mal wieder senkrecht. Weißt du, was ich mit euch machen möchte? Ich möchte euch beiden die Augen ausreißen, die Zungen abschneiden und dann zu oberst mit den Füßen aufhängen. Aber ich kann nun mal zwei so mutige und behende Männer wie euch nicht entbehren. Deshalb seid ihr angeheuert. Na los doch, los, bewegt euch schon, ihr Hundesöhne. Die Fässer mit den Farben hier zusammen. Ihr beide geht an Bord. Und ihr anderen bleibt unten und geht an die Arbeit. Ich habe mir den Schiffsplan vorher genau angesehen. Der Kasten muss hier sein, in diesem Raum. Da. Verdammt. Da hat er mal gestanden. Hey, du. Ich habe einen Namen, ich heiße Sancho. Spanier? Was denn wohl sonst? Wer heißt sonst Sancho? Ich liebe Spanien. Ich wünschte, wir wären da. Für mich ist es das schönste Land der Welt. Ich möchte auch wieder gern mal nach Hause, sobald hier Schluss ist. Das Loch hier müsste zugemacht werden. Wer gibt das Holz dazu? Das macht Katzenfutter. Aha. Ein ganz schöner Treffer. Ein paar Fuß tiefer und das Schiff wäre abgesoffen. Und diese Kassette oder dieser Kasten, wo ist der geblieben? Alles, was von uns gekapert wird, das landet nun mal beim wilden Jack. Aha. Jawohl, ihr müsstet mal sein Warenlager sehen. Ja. Der wilde Jack hält nicht viel von Händlern. Er verkauft seine Waren lieber selbst. Und was er nicht verkauft, das verschenkt er. So. Sagtest du verschenken? Ja, an seine Frauen. Ich war damals einer der Ersten, die hier runtergekommen sind in die Kabine. Oh, sie war prächtig. Überall brannten Kerzen, eine wahre Festbeleuchtung. Und hier stand eine kostbare Truhe, mit Samt gefüttert und Gold verziert. Und hier ein reich geschnitzter Tisch. Mit Waffen natürlich. Alle Arten von Waffen. Und der Geldschein selbstverständlich. Und das hat der Mensch alles an seine Weiber verschenkt? Alles ja nun nicht. Aber die Kassette samt Inhalt blieb nicht lange hier. Sie verschwand sehr schnell in einem Zelt. Was glaubt ihr, wer im Zelt war? Na, wer wird es wohl gewesen sein? Lass mich doch zufrieden. Ich habe jetzt keinen Sinn für deine Schmusereien. Ich muss schwer arbeiten. Ich muss nachdenken. Hey. Da. Komm morgen wieder. Danke. Was machst du in meinem Zelt? Du musst mir verzeihen, Yvette. Bitte verzeih mir, wenn ich gewagt habe, hier hereinzukommen. Aber ich kann nur noch an dich denken. An deine Umarmung. An deine Lippen. An deine Augen. Du solltest lieber an deine eigenen Augen denken. Wenn ich dem wilden Jack erzähle, dass du in meinem Zelt warst,
Dann wird er sie dir ausbrennen und das täte mir leid. Yvette, du bist wunderbar. Du machst mich ganz verrückt. Ach. Bitte geh jetzt. Es kommt jemand. Dieses Mal kommst du mir nicht ungeschoren davon, Freundchen. Sei vorsichtig, nimm den Mund nicht so voll. Mit jedem gehe ich nicht so sanft um wie mit dem wilden Jack. Du kennst mich noch nicht richtig. Bringt ihn zum Alten rüber. Wilder Jack? Was ist? Und der glaubt, dass die Frauen vor ihm in die Knie gehen, was? Mit dem Kopf und Manieren wie ein Holzknecht wirst du wohl keine großen Eroberungen machen können. Nein, mein Lieber. Das schlag dir mal aus dem Kopf. Passt doch gar nicht mehr zu dir in deinem Alter. Na, das würde ich nicht sagen. Im Gegenteil. Manche Damen zum Beispiel... Was willst du denn jetzt wieder für Märchen erzählen? Die Abenteuer der schönen Rodriguez. du als Frauenheld. Aber höchstens, wenn sie an Händen und Füßen gefesselt sind, sonst rennen sie dir doch weg. Nein, bei dir vielleicht. Bei mir ist es... Wieso ich? Wieso bei mir? Was soll das heißen? Was willst du damit sagen? Ach, gar nichts. Ich weiß ja nicht. Ich wollte ja nur sagen, wie das bei mir ist. Und da ist es so, dass mir die Frauen sozusagen in den Schoß fallen. Wie die reifen Äpfel, möchte ich mal sagen. Na schön, dann werde ich dich mal unserer Damengalerie präsentieren. Mal sehen, wie sie nach dir schmachten. Was hast du wieder angestellt? Gar nichts habe ich gemacht, nur mit so einer kleinen schwarzen geliebäugelt, weiter nichts. Wo? War dummerweise im Zelt vom Alten. Und, was ist denn im Zelt gewesen? Gar nichts, leider, das ist es ja eben, auch wenn ich gewollt hätte. Sie haben mir ja gar keine Zeit dazu gelassen. Ich werde mal mit ihm sprechen. Danke. Wo willst du denn hin? Zum wilden Jack. Wegen Rodriguez? Ja, deshalb. Der Alte hat heute ganz üble Laune. Ich würde an deiner Stelle nicht hingehen. Nur bist du ja auch nicht an meiner Stelle. Er hat kein Recht, ihn wie einen Verbrecher zu behandeln. Sei jedenfalls vorsichtig. Das bin ich sowieso immer. Carlos! Lass das lieber, es bringt doch nichts ein. Dadurch wird alles noch viel schlimmer werden. Komm runter. Herr Capitano will mit dir sprechen. Drei Hunde! Und was ist mit mir? Mit mir will er nicht sprechen! Ah, habt ihr nicht gehört? Ich rede mit euch! Bindet mich los! Ah, ich will zum Capitano! Carlos, denk an mich! Lass mich hier nicht verrecken! Beruhige dich, sie werden dich auch gleich holen. Das stimmt ja schon alles, aber so einfach ist es nun auch wieder. Schluss jetzt mit diesem ewigen Gerede. 10 Tage habe ich euch Zeit gegeben, um die Santa Maria wieder klarzumachen. Und wie lange liegen wir jetzt hier auf der Frauenhaus? Ruhe, lass mich ausreden! Und ihr seid immer noch nicht fertig mit eurer Pinselei. Und warum nicht? Warum nicht? Ich werde euch sagen, warum. Weil ihr Nachtmützen seid und keine Seeleute. Oh, ja. Halt dem Mund, da helfen keine Abers. Jeder andere Kapitän hätte euch allesamt aufgeknüpft. Das würde ich niemals fertig bringen. Dazu habe ich ein viel zu weiches Herz. Bei mir kommt ihr billiger davon. Für jeden 50 Stockhebel. So gut zu bedanken braucht ihr euch nicht. Aber macht, dass ihr rauskommt. Schnell verschwindet. Ich bin viel zu gut zu denen.
Ist doch besser, wenn man wieder auf beiden Beinen steht, was? Jetzt werde ich dir mal ordentlich was zu essen und zu trinken auffahren lassen. Wenn du dich dann genügend gestärkt hast, dann stattest du unserer Santa Maria einen Besuch ab. Ich will so bald wie möglich mit ihr in See stechen. Am liebsten noch heute. Du kennst dich aus, also sieh dir den Kasten an und sag mir, was gemacht werden muss. Dann werde ich den Spitzbuben mal ein bisschen Dampf machen, damit sie nicht einschlafen bei der Arbeit. Darauf verstehe ich mich nämlich ausgezeichnet. Yvette, geh und bring mal für unseren Freund was zu essen. Nein. Was? Wieso nein? Hast du keinen Hunger? Nein, und wenn du willst, dass ich für dich auf die Santa Maria gehe, dann tue ich das nur unter einer Bedingung. Gibt's denn sowas? Der Kerl stellt Bedingungen. Der hat die Frechheit, seinem Kapitän Bedingungen zu stellen. Das mir, dem wilden Jack. Ich bin gewöhnt, dass meine Befehle ausgeführt werden. Die Augen werde ich dir ausbrennen lassen und dich aufs Rad flechten lassen, dich vierteilen lassen. Wie sieht denn deine Bedingung aus? Ich verlange, dass Rodriguez freigelassen wird. Da ist doch Hopfen und Malz verloren. Du wirst nie ein guter Pirat werden, lass dir das von mir sagen. Du wirst ewig nur ein Edelmann bleiben. Sei ohne Sorge, Mama. So wie ich beim Oheim bin, gebe ich dir Nachricht. Ach, das erste Mal, dass ich von ihr getrennt bin, wenn ihr nur nichts zustößt. Aber ich bitte dich, was soll dir denn zustoßen? Sie reist nicht zu den Wilden, sondern nach Madrid und nur für ein paar Monate. Und falls es wirklich mit England zum Krieg kommen sollte, wird Isabella ihr folgen. Mein kleines, liebes Töchterchen. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, dich auf eine so weite Reise zu schicken. Ich bin sehr besorgt. Du wirst dich in Madrid sehr einsam fühlen, fürchte ich. Mir wäre lieber, ich könnte dich hier behalten, in meiner Sorge und Obhut. Aber es geht nun einmal nicht immer so, wie wir möchten. Ja, ich weiß, Papa. Aber mach dir meinetwegen keine Sorgen. Oliviero wird sich in Madrid schon um mich kümmern. Ich möchte sehr bezweifeln, dass Oliviero imstande ist, sich mit etwas anderem als mit seiner eigenen werten Person zu befassen. Kaum kursierten hier die Gerüchte um einen möglichen Krieg mit England, da war er auch schon nach Spanien unterwegs. Um sich zur Verfügung seiner Majestät zu halten? Nein. Ein wahrer Mann und Untertan dient seinem König auf dem Schlachtfeld und nicht bei Hofe. Aber Oliviero ist ein spanischer Grande und eine gute Partie für dich. Und deshalb werde ich ihn heiraten. Leonore. Was hast du denn? Leonore. Aber Kind, warum weinst du denn? Mit deinem Vater kannst du es doch sagen. Verzeih mir, Papa. Ich bin keine gute Tochter gewesen. Ich habe mich in einen anderen Mann verliebt. In einen Offizier. Und ich hatte mir fest vorgenommen, mich bei dir durchzusetzen. Ich wollte ihn heiraten. Aber jetzt... Nun beruhige dich doch, Kindchen. Das habe ich ja nicht gewusst. Konnte doch auch wirklich niemand ahnen. Aber wenn es einen anderen Mann in deinem Leben gibt, einer, der deiner würdig ist... Es hat keinen Zweck. Wer ist dieser Offizier? Capitano Herrera. Beeilt euch, Mädchen. Ich bitte mir Sitt und Anstand aus. Wir wollen uns dem Namen unseres Instituts würdig erweisen. So schwer es auch fällt. Jetzt ist es soweit, wir müssen uns trennen. Ja, zum ersten Mal und wer weiß, wann ich wiederkomme. Hör zu, Leonore. Seit deine Mutter tot ist, lag mir deine Erziehung besonders am Herzen. Ich war stets bemüht, dir ein guter Vater zu sein. Manchmal ist es mir leider nicht gelungen, ich weiß. Und wie kannst du sowas sagen? Du warst immer lieb zu mir und verständnisvoll. Schön, dass du es so empfindest. Aber jetzt beantworte mir eine Frage, die für mich sehr entscheidend ist. Ich bitte dich, sei ganz offen und ehrlich. Versprich mir das. Du hast mir gerade eben gesagt, dass du dich entschlossen hast, diesen Oliviero zu heiraten. Und das, obwohl du dich in diesen Offizier verliebt hast, in diesen Capitano Herrera. Hat das mit der Sache zu tun, die er sich neulich beim Gouverneur geleistet hat? Also doch, habe ich mir gleich gedacht. Nun werde ich dir mal was sagen, mein Kind. Es mag sein, dass ich damit meine Pflicht als Offizier verletze. Aber meine Pflicht als Vater ist es, in erster Linie für das Glück meines Kindes zu sorgen. Ich habe Oliviero für dich als Gatten ausgewählt. Aber ich denke nicht daran, dir diese Heirat aufzuzwingen. Gegen deinen Willen. Wenn du Carlos Herrera wirklich liebst, umso besser. Aber du musst Vertrauen zu ihm haben.
Das, was er getan hat, geschah auf höheren Befehl. Und zwar auf Befehl seiner Majestät persönlich. Der König hat ihn mit einer Geheimmission betraut und dazu war es nötig, ihn aus der Armee auszustoßen. Mehr kann ich dir nicht sagen. Nur so viel, dass er ein Mann von Ehre ist und ein hervorragender Offizier. Ach, Papa! Hier auf diesem Kurs etwa müssen Sie sich befinden, entlang der warmen Strömung. Auf die Weise gewinnen Sie Zeit. Nach meiner Berechnung kann es nicht mehr lange dauern, dann sichten wir einen weißen Koloss, nicht etwa eine Fata Morgana. Nein, mein Sohn, ein richtiges spanisches Schiff. Rum genug für uns alle. Ich habe meine Erkundigungen eingezogen. Die Spanier haben eine höchst mysteriöse und sehr wertvolle Ladung an Bord und die möchte ich mir doch auf keinen Fall entgehen lassen. So, so, sieh mal an. Und wie hast du das rausbekommen? Möchtest du gern wissen, was? Ja, wenn dir sowas auch gelingt, kannst du mein Nachfolger werden. Hier. Gib mir auch was. Fang auf. Hier. Hier, für dich. Ja. Macht alle Lichter aus. Lichter aus. Lichter aus. Alle Mann auf Posten. Alle Mann auf Posten. Alle Mann auf Posten. Warum lässt ihr denn jetzt die Lichter löschen? Mit den Segeln sind wir doch meilenweit zu sehen. Er wird schon wissen, warum. Der wilde Jack ist ein kleiner Pirat. Und niemals der schwarze Brigant. Wie würde der es denn machen? Der lässt seine Segel schwarz übertünchen, der Teufelskerl. Und wenn er dann schließlich gesichtet wird, dann ist es bereits zu spät. Da, das ist sie! Alle Geschütze feuerbereit! Wir warten, bis sie uns gesehen haben. Sieh mal da vorne. Ein Dreimaster. Schiff backbord voraus! Hier, hier, hier! Feuer! Den hat er noch viel zu früh gegeben. Ruhe, Mädchen. Beruhigt euch. Weint doch nicht. Habt keine Angst. Ihr bleibt vorläufig hier unten im Laderaum. Und unser Gepäck? Ach, das ist doch jetzt unwichtig. Und hört vor allen Dingen mit der Heulerei auf. Wir werden schon dafür sorgen, dass euch kein Haar gekrümmt wird. Das passiert euch gar nichts. Aber die Piraten dürfen nicht merken, dass ihr Frauen an Bord sind. Jedermann sofort auf seinen Posten! Seid doch ruhig, Mädchen. Und ich bitte euch um Himmels Willen, schreit nicht so. Sie dürfen uns doch nicht hören. Oberhand gewinnen, dann hilft es nichts. Dann müssen wir das Schiff zerstören. Aber das ist doch unmöglich. Ich darf den Piraten nicht in die Hände fallen. Und dafür soll ich meinen Hals riskieren? Geh ins Pulvermagazin und hol die Zündschnur und guck mal nach, wie es im Laderaum aussieht. Los. Jawohl! Was denn? Das ist die Ladung? Auch nicht schlecht. Ja, nein. Ja? Oh mein Gott. Oh mein. Na, was sagst du dazu? Hat sich doch gelohnt, was? Gratuliere, du bist ein richtiger Glückspilz. Halte deine Leute aber jetzt zurück. Wieso denn das? Du hast einen wahren Schatz gekapert. Wer hat euch erlaubt, die Frauen zu belästigen? Sofort zurück! Aufhören, habe ich gesagt. Lasst sie zufrieden. Euch Hunde sollen euch werde ich zeigen. Verschwindet! Verschwindet! An Deck mit euch! Ich bin jetzt hier der Kapitän. Ich übernehme das Kommando. Du hast mir da was von einem Schatz erzählt. Wo ist denn der? Diese jungen Damen hier sind Töchter aus den reichsten und angesehensten Familien Spaniens. Wenn du Silber oder Gold gefunden hättest oder Schmuck, dann wäre der Wert der Beute so hoch, wie die Spanier ihn taxieren. So aber ist es umgekehrt. Jetzt bestimmst du den Wert. Das verstehe ich nicht ganz. Du kannst von den Spaniern praktisch verlangen, was du willst. Die Freilassung ihrer Töchter ist es ihnen wert. Sie zahlen dir jede geforderte Summe.
In Gold. Ah. Du bist ja ein ganz Gerissener. Du gehst nicht das geringste Risiko ein. Und machst auf die Weise das größte Geschäft deines Lebens. Das wäre was. Was glaubst du denn, wie lange wird es ungefähr dauern, bis wir das Gold haben? Ich denke, sie werden sich beeilen. Alle Mütter werden dem Gouverneur die Ohren volljammern, damit sie ihre Herzblättchen wiederbekommen. Die Mädchen müssen natürlich absolut korrekt behandelt werden. Das musst du natürlich garantieren. Sicher, wenn ich was verkaufen will, dann muss die Ware auch im besten Zustand sein. Alles herhören. Keiner rührt die Mädchen an. Zurück auf die Santa Maria. Der Spanier wird den Schlepptau genommen. Los, vorwärts. Rauf mit euch. Wenn ihr wartet, dann überlege ich mir das nochmal. Damit hätten wir sowieso nicht viel Freude. Ist doch nichts dran. Alles bloß mageres Kalbfleisch. Kalbfleisch ist gut. Aufhören. Ihr habt doch gehört, was der Capitano gesagt hat. Alles klar, Capitano. Kann jeden Augenblick losgehen. Gut. Schade um das schöne Schiffchen, war eigentlich noch ganz brauchbar. Die Mädchen werden wir uns doch nicht entgehen lassen. Die Spanier sollen ruhig erstmal bezahlen, dann werden wir weitersehen. Lasst ihn zufrieden. Man darf sich doch wohl mal das Hütchen angucken. Wenn euch euer Leben lieb ist, dann tut, was der Capitano befohlen hat. Weiter! Ballos! Kommt weiter. Unglaublich ist das. Du solltest dich schämen, mit so einem Menschen überhaupt zu sprechen. Wie kann man sich nur mit so einem Gesindel einlassen? Das verstehe ich nicht. Was ist denn daran so schwer zu verstehen? Vielleicht kann er uns irgendwie helfen. Er ist doch immerhin ein Landsmann. Wer von euch kann mir ein Messer verschaffen? Wozu denn das? Eher würde ich mich umbringen als diese Schande. Wer weiß, vielleicht sind die gar nicht so schlimm, wie man denkt. Nicht so laut! Ich sage es euch also zum letzten Mal. Wer es von euch wagen sollte, auch nur eines dieser Mädchen mit dem kleinen Finger anzurühren, oder wer sie sonst in irgendeiner Form belästigt, der wird aufgehängt, und zwar mit dem Kopf nach unten. Mit mir habt ihr nicht so viel Federlesens gemacht. Bei mir habt ihr nicht den Kavalier rausgekehrt. Bei uns kriegt eben jeder, was er verdient. Oh. Dies hier sind Edelfräulein, die sind ihr eigenes Gewicht in Gold wert. Und um diesen Preis werden sie auch ausgelöst von ihren Familien. Aber nur dann, wenn sie nicht vorher von euch verschandelt werden. Ihr wisst, das ist der ausdrückliche Befehl des wilden Jack. Und ich werde mit allen Mitteln dafür sorgen, dass er befolgt wird. Und jetzt ab mit euch in eure Zelte. Los! Jetzt zu euch, meine Damen. Wir befinden uns hier auf einer Insel. Ich würde deshalb von jedem Fluchtversuch abraten. Es ist zwecklos. Ihr könnt euch hier frei bewegen, ganz wie es euch beliebt. Ihr habt gehört, dass meine Leute strengsten Befehl haben, euch nicht zu belästigen. Aber ich erwarte auch von euch, dass ihr sie nicht zu Unüberlegtheiten herausfordert. Es hängt also alles nur von euch selbst ab. Das wäre alles. Ich werde dafür sorgen, dass ein paar Zelte für euch freigemacht werden. Freundet euch mit dem Gedanken an, ein bisschen zu arbeiten. Das Brot, das ihr esst, müsst ihr euch erst einmal verdienen. Wir werden uns genau an eure Anordnungen halten. Das ist ein sehr vernünftiges Wort. Wer seid ihr? Die Tochter von Don Pedro Mendoza. Ah, freut mich. Würde die Signorita wohl die Güte haben, mir ihr Halskettchen zu überlassen? Ja, aber... Das Wörtchen aber gibt's bei mir nicht. Darf ich bitten? Ein wertvolles Stück. In der Tat. Gehen wir, gehen wir. Kommt, Mädchen.
Ich kann euch jetzt nicht erklären, warum ich hier bin. Ich werde euch beschützen und wenn es mein Leben kosten sollte. Ihr braucht mir nicht zu erklären. Mein Vater hat mir gesagt, dass ihr im Auftrag des Königs handelt. Das hat er euch erzählt? Ich habe ganz offen mit ihm über uns gesprochen. Eigentlich wollte er mich ja nach Spanien schicken, damit ich da... Ich bin sehr froh, dass ihr unser Schiff gekapert habt. Denn wenn ihr das nicht getan hättet, dann hätte es vielleicht Jahre gedauert, bis wir uns wiedergefunden hätten. Das wäre schrecklich gewesen. Und so sind wir doch wenigstens beieinander, ganz gleich, was noch passieren wird. Meine liebe kleine Leonore, als wir damals Abschied genommen haben in Melida, habe ich mir geschworen, Leben zurückzukommen und dich zu gewinnen. Und jetzt wünsche ich es mir noch tausendmal mehr für uns beide. Carlos! Du darfst mit niemandem darüber sprechen. Der Alte will mit dir reden. Das kann er haben. Du kommst gerade richtig, Carlos. Ich bin eben dabei, an den Gouverneur von Melida zu schreiben, wegen des Lösegeldes. Und dieses verflixte Biest hier will nicht. Ah, das ist aber wirklich sehr ärgerlich, Capitano. Weißt du, willst du es nicht mal versuchen? Vielleicht tut sie's bei dir. Hier, setz dich. So, und nun schreiben wir mal Folgendes. Gouverneur von Melida, ich halte deine Mädchen gefangen. Aber du kannst ganz beruhigt sein, ich habe strengsten Befehl gegeben, jeden Mann aufzuhängen, der sie auch nur anrührt. Aber ich verlange als Gegenleistung von dir für jedes Mädchen, das du wiederhaben willst, einen Beutel Gold. Was ist denn mit dir los? Kannst du nicht schreiben? Ach ja, ich überlege nur, sollte man den Gouverneur nicht vielleicht lieber mit Exzellenz anreden? Und nicht so einfach duzen? Wieso denn? Ich sag doch zu Morgan auch du. Ist er vielleicht weniger als der Gouverneur? Natürlich nicht, so meine ich das auch nicht. Es ist ja nur, damit der Gouverneur gleich sieht, dass der wilde Jack auch Lebensart hat, obwohl er ein Pirat ist. Ja, das ist richtig. Das soll er auch ruhig wissen. Na, ich hab dir ja gesagt, worum es sich handelt. Du wirst es schon in die richtige Form bringen, nicht wahr? Sancho! Hast du mir den José hergebracht? Ja. Soll er reinkommen? Soll ich etwa zu ihm rausgehen? Lass dich nicht stören. Du marschierst morgen früh nach Portobello, dann nimmst du dir ein Pferd und reitest nach Melida. Und in Melida gehst du zum Gouverneur und zeigst ihm das hier. Das gehört der Tochter des Kommandanten Don Pedro Mendoza. Außerdem lieferst du einen Brief ab. Du wartest dort so lange, bis man dir einen Beutel mit Gold übergibt. Sag ihm, dass er die Mädchen in Portobello in Empfang nehmen kann, aber erst 2 Tage, nachdem du zurück bist. Er kann 10 Mann zur Begleitung mitschicken, aber nicht mehr. Das wäre alles. Ich habe aber kein Pferd, Capitano. Das besorgst du dir doch in Portobello. Aber wie denn? Geld habe ich ja auch keins. Ich habe ja nicht von Kaufen gesprochen. Ich habe gesagt, du sollst dir ein Pferd besorgen. Und wenn sie mich einsperren, wer reitet dann zum Gouverneur? Tja, hast du auch wieder recht. So was. Hätte ich nicht gedacht, dass ich auch mal was kaufen muss. So, ich wäre dann soweit. Fehlt nur noch die Unterschrift. Jack? Aber nicht doch, nein. In Spanien wäre ein Mann in eurer Position und mit euren Fähigkeiten. Na, was wäre er? Na, ich würde sagen, Admiral. Ja, gewiss doch. Mindestens, wenn nicht noch mehr. Aber da du schon den ganzen Brief so schön geschrieben hast, dann mach auch noch die Unterschrift. Schreib Admiral Jack. Señores, ein Brief von Capitano Herrera. Er ist an Ort und Stelle. Ein Bote hat eben die Nachricht gebracht. Capitano Herrera gibt seine Nachricht verschlüsselt, wie verabredet. Es heißt hier, das Schiff liegt an der Insel vor Anker. Der Botschafter wurde während des Kampfes von den Piraten getötet. Die Señoritas sind alle wohlbehalten. Capitano Herrera fordert dann, wie es hier heißt, möglichst umgehend eine Flotte an, die Insel von der Bucht aus angreifen soll. So einfach, wie der Capitano sich das vorstellt, ist das Problem nicht zu lösen. Sagt er sonst noch was darüber? Nein,
Nichts weiter. Ich finde, ein Angriff unsererseits auf die Insel würde die Piraten unter Umständen für einige Zeit in Schach halten. Es dürfte seiner Majestät kaum belieben, die Flotte gegen Piraten einzusetzen. Vielmehr ist es allerhöchster Wunsch, alle Verbände verfügbar zu halten. Für den Fall eines neuerlichen Konfliktes mit England, der nicht ausgeschlossen ist. Gouverneur, die Piraten bedeuten eine größere Gefahr für uns als die Engländer. Durchaus eurer Ansicht. Aber darüber hinaus bin ich davon überzeugt, dass das fragliche Unternehmen auch ohne die Flotte durchgeführt werden kann. Ich wünsche, dass man den Mann, der die Nachricht gebracht hat, aufs Vorzüglichste bewirtet. Dann soll man ihn zu mir bringen. Ich möchte mich mit ihm unterhalten. Ihr seid wirklich ein Ehrenmann, Jack. Ich glaube, ich habe mich in euch getäuscht. Glaube ich auch. Hoffentlich habe ich mich nicht in dir getäuscht. José müsste längst wieder da sein. Verstehe nicht, wo der bleibt. Man kann das nie so vorausberechnen. Vielleicht hat er nicht gleich ein Pferd bekommen. Ich habe keine Lust, hier noch länger rumzusitzen und zu warten. Hör zu, Jack. Ihr müsst bedenken, dass sich die Leute erst einigen müssen. Vielleicht erwägen sie die Möglichkeit, dass nicht nur die betroffenen Familien das Lösegeld aufbringen, sondern die ganze Kolonie gemeinsam. Du kennst mich doch. Langes Hin- und Hergerede ist nicht meine Art. Bei mir geht es Schlag auf Schlag. Wenn es so weitergeht, kann ich auch für meine Leute nicht mehr garantieren. So was machen die höchstens einen Tag lang mit. Ihr seid nicht irgendjemand, ihr seid der wilde Jack. Ihr macht alles mit Köpfchen. Ja. Ja, ich weiß, die Situation ist schwierig. Die Mädchen sind eingeschüchtert und verängstigt, zugegeben. Warum lädst du sie nicht hierher ein? Behandle sie zuvorkommend und höflich, wie sie es gewöhnt sind, dann werden sie zu Hause ein Loblied auf dich singen. Ach was, wozu soll das alles gut sein? Wer weiß? Hast du vergessen, dass Drake von der Königin von England zum Lord ernannt worden ist? Die Idee ist gar nicht so schlecht. Nein, gar nicht schlecht. Ich werde den Damen mein rauschendes Fest geben. Davon werden noch die Enkel reden. Yvette! Wir werden aus dem Loch hier einen hochfeinen Salon machen mit Festbeleuchtung und allem drum und dran. Ah ja. Sieh mal hier. Der stammt von einem Holländer. Schön, was? Konnte mich auch nicht von ihm trennen. Darum habe ich ihn für mich behalten. Yvette! 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 Ja, ich bin ja schon da. Das ist schön, das ist fein. Yvettchen, wir wollen ein grandioses Fest feiern. Du machst dir alles ein bisschen nett, ja, mein Täubchen? Vor allem hol mein neues Wams, es soll ganz standesgemäß werden. Na, lauf schon. Was meinst du, ich werde wohl auch für ein paar Kavaliere sorgen müssen, ne? Nein. Das wäre ein bisschen zu viel des Guten. Wieso denn? Ich möchte, dass meine Männer auch feine Herren werden, genauso wie ich. Na, also, Kinderchen, noch mal nicht geziert und zugegriffen. Was darf's denn sein? Man lebt nur einmal und viel zu kurz. Ah, fangt auf! Ging wohl daneben, ne? Mach du das mal lieber, Yvette, du verstehst dich besser darauf. Entschuldigung, die Damen, Entschuldigung. Bitte ab zum Teufel nochmal. Ich erwarte von euch, dass ihr euch so benehmt, wie ihr es von mir gewöhnt seid. Ist das klar? Er wird sich volllaufen lassen und dann ist für uns der Zeitpunkt gekommen. Wie machen wir es? Wir versuchen, an die Dokumente ranzukommen, dann bringen sie in Sicherheit. Nein, danke. Na nun, warum denn nicht? Ganz frisch. Hab ihn vorhin selbst den Kopf umgedreht. Naja, ist eben alles Geschmackssache. Wie wär's denn mit ein bisschen Musik? Na los, lasst mal was hören, oder haben eure Küken nicht singen gelernt? Gut, Mädchen, dann wollen wir singen. Lasst uns den Chor singen, den wir für die Mutter Oberin eingeübt haben. Augenblickchen mal. Augenblickchen. Senores und Caballeros, wir lassen bitten. Aber ein bisschen schnell, ihr Hundesöhne. Halt! Was sind denn das für Manieren? Ihr wollt Kavaliere sein? Eine Saubande seid ihr. Fallt über die Mädchen her wie die Wilden. Jeder einzelne von diesen Senoritas hier ist für euch wie eine Königin. Habt ihr mich verstanden? Ne? Carlos! Hm.
Tu mir einen Gefallen, gib den Brüdern hier mal Anstandsunterricht. Ich weiß, wo die Dokumente sind. Und was nun? Heute Nacht werde ich sie mir beschaffen, nachdem ich euch zurückbegleitet habe. Der wilde Jack wird schlafen wie ein Bär. Ist der Mann, den er nach Melida geschickt hat, zurück? Nein, noch nicht, aber wir haben viel Zeit. Pass gut auf sie auf, Carlos. Carlos. Entschuldigt, Capitano, aber es ist Zeit. Erwarte mich an deinem Zelt. Ich werde in einer Viertelstunde bei dir sein. Zu Befehl, Capitano. Carlos, wenn der Mann dem Alten erzählt, dass er uns zusammen gesehen hat, dann wird das gefährlich. Warum hat er euch mit Capitano angeredet? Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, er ist mein Freund. Wie könnt ihr euch bloß mit einem Piraten einlassen? Er ist kein Pirat. Er hat eine Mission zu erfüllen, genau wie ich. Auf Befehl des Gouverneurs. Du kennst ihn nicht, weil er nie in Melida gewesen ist. Er gehört zu einer anderen Garnison. Er stand lange im Dienste deines Vaters und heißt Antonio Rodriguez. Aber Antonio Rodriguez kenne ich doch. Das ist er bestimmt nicht. Was sagst du da? Es ist so, ich kann es euch versichern. Dieser Mann ist ganz sicher nicht Antonio Rodriguez. Entschuldige mich jetzt, Leonore, aber ich muss gehen. Her damit. Ihr macht einen Fehler. Ihr werdet alles zugrunde richten. Zu. Erst wirst du mir mal zuhören müssen. Dem, der das Dokument zurückbringt, wird eine fantastische Belohnung bezahlt. Ich will sie mit dir teilen, dazu erkläre ich mich bereit. Vielleicht wäre es sogar möglich, deine Senorita von hier wegzubringen. Machen wir, dass wir von hier wegkommen, bevor wir alles aufs Spiel setzen. Und wer ist an dem Dokument interessiert? Darum brauchst du dich nicht auch noch zu kümmern. Es ist doch pure Dummheit, sich gegen mich zu stellen. Du hast den Sergeanten Rodriguez umgebracht und dich dann die ganze Zeit für ihn ausgegeben. Ich habe sogar noch mehr getan. Die Männer, die uns damals überfallen hatten, das waren alles meine Freunde. Und ich war es, der dir das Leben gerettet hat. Und zwar aus dem Grund, weil du gesagt hast, der Botschafter sei ein Freund von dir. Weißt du überhaupt, wem du gegenüberstehst? Dem schwarzen Briganten. Also sowas wie dir habe ich Vertrauen gehabt. Was geht hier vor? Verdammte Kerle, was habt ihr? Er ist ein Dieb, ein ganz elender Halunke. Sag schon, sag, was du für einer bist. Ich bin ein Halunke. Aus einem Fall mit ihm. Das ist zu Recht seine Art, sich für deinen Großmut erkenntlich zu zeigen. Ja. Hast dich als wahrer Freund bewährt. Na. Da, nimm den. Vielleicht wirst du eines Tages noch mal meine rechte Hand. Chinese hat uns verraten. Er hat Rodriguez befreit. Seid auf der Hut, er wird euch rächen. Yvette! Yvette!
schwarze Brigant geht gegen uns vor. Schnell, kommt mit! Empfehle dich der Hölle, wenn dir noch Zeit dazu bleibt. Deine letzte Stunde ist gekommen. Du? Du bist das? Ja, ich. Jetzt werde ich dir heimzahlen, du. Für alles, was du mir angetan hast. Als ich hier angekommen bin, erinnerst du dich noch daran? Da habe ich mich zusammenschlagen lassen. Ich habe aufgegeben. Und was machst du jetzt? Ich werde bestimmt nicht aufgeben. Ich danke euch, Freunde. Jetzt bin ich der Herr auf der Insel. Wir sind jetzt in einer schwierigen Lage. Aber wir dürfen auf keinen Fall die Nerven verlieren. Bald wird es Tag werden. Wer von euch kann mit einer Pistole umgehen? Ich auch. Ich auch. Ich auch. So, jetzt schnell auf den Berg, aber verhaltet euch ruhig. Nehmt uns mit! Der schwarze Brigant hat den wilden Jack umgebracht. Nehmt uns mit, ich bitte euch. Dann wollen wir mal. Mi dispiace, capitano. Siamo amici. Sorvegliate quella parte. Preparate una catasta di legna. Facciamo un segnale verso il mare. Chi ha le armi di voi? Vi insegnerò come si usano. Perché questo fuoco? Se il governatore ha ricevuto il mio messaggio, la flotta spagnola dovrebbe essere al largo. Potrebbe raggiungerci in meno di un'ora. E noi dobbiamo resistere. È l'unica speranza. Die spanische Flotte noch nicht zu sehen, Capitano? Nein. Haltet Ruhe! Geht in Deckung! Am besten legt ihr euch auf die Erde. Weiß, was er im Sinn hat. Wir müssen Zeit gewinnen. Carlos, komm runter! Ich muss mit dir sprechen. Nein, Carlos, ihr dürft nicht gehen. Auf diese Weise werden wir den Angriff verzögern. Capitano? Was hast du mir zu sagen, du Strolch? Ich habe den Eindruck, dass es der spanischen Flotte gar nicht einfällt, zum Stelldichein zu erscheinen. Ich brauchte mit meinen Kanonen bloß ein bisschen höher zu halten, um euch allesamt zusammenzuschießen und das Dokument einzustecken. Da ich aber für mich keinerlei Nutzen sehe, wenn ich euch alle umbringe, werde ich dir einen Vorschlag machen. Du gibst mir das Dokument und ich mache mit meinen Leuten kehrt. Wenn das alles sein sollte, was du mir zu sagen hast... Carlos! Carlos, hör zu. Sei vernünftig, und wenn es das erste Mal in deinem Leben sein sollte, du musst an dich denken und an dein Mädchen. Ich habe eine Barke, von der nicht mal meine Leute was wissen. Du nimmst dein Mädchen und das Dokument und dann verschwinden wir sofort von dieser Insel. Hm? Damit hast du bei mir kein Glück. Ich begreife dich nicht. Du setzt deine Haut aufs Spiel.
das Dokument und auch dein Mädchen. Vielleicht sagst du mir mal, wo da ein Nutzen für dich steckt. Es ist wohl verlorene Mühe, dir klarzumachen, dass man manchmal auch handeln muss, ohne an Nutzen zu denken. Dann ist eben nichts zu machen. Du wirst die Konsequenzen tragen müssen. Nun hör du mich mal an, ich hab dir auch was zu sagen. Auch ich habe einen Vorschlag zu machen. Die ganze Geschichte geht weder die Mädchen noch deine Piraten was an. Das ist doch wohl mehr eine Sache zwischen uns beiden. Wenn du kein Feigling sein willst, dann schlag dich mit mir, und zwar allein. Ach, du kannst wohl nicht dafür. Warum soll ich mich für etwas schlagen, das mir sowieso gehört, wenn es mir beliebt? Das wäre doch lächerlich. Na bitte, dann komm doch und hol es dir. Na gut. Wenn du die Lust verspürst, im Duell mit dem schwarzen Briganten Hobbs zu gehen, will ich dir das nicht verwehren. Du sollst deinen Willen haben. Also dann, im Namen der alten Freundschaft. Ich werde einen Zweikampf mit ihm austragen und, falls ich unterliegen sollte, dann versteck die Dokumente. Comandante, perché correre rischi? Se con cannonata possiamo sistemarli tutti quanti. Le decisioni le prendo io. Non puoi mettere in gioco nostra vita per tuo capriccio. In questo affare ci sono anch'io e non ti lascerò... Basta! Non discuto con te. So, dann mach dich bereit, du Pirat. Hinterhältiger Feigling. Ich hab dir doch gesagt, nichts auf eigene Faust zu unternehmen. Wer hat dir zu befehlen? Von diesem Augenblick an ich. Was für ein verteufeltes Spiel hast du mit uns allen getrieben. Alle wolltest du hintergehen. Von jetzt an bist du nicht mehr unser Anführer. Gib mir das Dokument. Da ist es. Jack, è piena di bandiere spagnole. Andiamo a peggio. Ottima idea, Don Pedro. I pirati non si aspettano lo sbarco alle spalle. Ora bisogna mettersi in contatto con il capitano Herrera al più presto. Comandante, il pirata ha chiesto che sia messo in libertà, come gli è stato promesso. E noi manterremo la promessa. C'è stato utile nell'indicarci la strada, ma non possiamo liberarlo che a operazione conclusa. Vieni. Avanti! Dreht um die Kanonen! Also ihr mit eurer Abteilung geht dort hinauf. Und ihr werdet...
Dort hinuntergehen. Ich konnte nicht mit ansehen, dich wie einen Elendswurm umbringen zu lassen. Es geht zu Ende, Capitano. Lebt wohl. Von einem bin ich restlos überzeugt. Ihr wärt ein guter Pirat gewesen. Und du bestimmt ein guter Sergeant. Abbiamo finto di bruciarlo, eravamo decisi a tutto. Il mio regalo di fidanzamento. Comandante. Grazie, capitano. Anzi, colonnello. Era un tipo strano. Ormai dorme per sempre con il suo segreto.